Wie es dazu kam und wie sich das entwickelt hat, das bespricht er mit euch gemeinsam und mit Mr. Merole, einem weiteren YouTube-Star aus der Klemmbaustein-Szene. Und wird auch gerne eure Fragen, die ihr vielleicht habt, und auch natürlich seine eigenen dann präsentieren. Kommt darauf zu. Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Buongiorno, Hildesheim! Seid ihr gut drauf? Sehr schön. Stimmung, ja, Stimmung ist da auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Marcel, wie ist es? Die erste Stunde ist quasi rum, die ersten zwei Stunden, glaube ich. Die ersten zwei Stunden übrigens rum, ja. Wie läuft's? Alles schön? Es läuft super, die Halle ist voll, das freut mich. Und ja, die ganzen Mühen, die wir die letzten Wochen hatten, haben sich jetzt schon gelohnt. Also, sehr schön, das freut mich ungemein. Wenn wir jetzt hier auf dieser hübschen Tafel sehen, der Begründer der Hildesheimer Steinwelten, Marcel, wie kam es dazu? Erzähl uns die ganze Geschichte von Anfang an. Okay, ihr habt ja Zeit, oder? Ja, genau. Also ich weiß nicht, wann ist der nächste Slot in der Stunde, glaube ich. Ne? Also wir erzählen uns jetzt ein bisschen. Alles gut. Ja, es begann damals, als im Hildesheimer Museum, im Römer Pelizeus Museum, gab es eine Dauerausstellung von Lego. Dort habe ich hinter den Kulissen ein bisschen unterstützt in der Vorbereitung. Und da hat man mir damals mal ein Wochenende zur Verfügung gestellt, um eine Lego-Börse oder Lego-Ausstellung halt zu machen. Ja, und das habe ich dann angefangen, habe das geplant und das waren dann die ersten Hildesheimer Steinwelten damals, 2018. Ja, Und tatsächlich muss man aber sagen, dass du das organisiert und geplant hast. Du hast ja auch einen gewissen Hintergrund, der dir da nützlich ist, ne? Ja. Oder hattest vielmehr. Ich war 23 Jahre am Theater und bin Veranstaltungstechniker gewesen und hatte da natürlich so ein bisschen das Know-how, solche Sachen auch zu organisieren. Ja. Und wie lange wart ihr dann in diesem Museum? Also wie viele Jahre habt ihr das in dem Museum gemacht? Also wir haben das erste Jahr gemacht, da hatten wir so 1500 Gäste, das war alles noch ein bisschen übersichtlich. Heute sagen wir Vormittag dazu. Ja, genau. im zweiten Jahr haben wir dann leider das Museum ein bisschen gesprengt. Da hatten wir 5500 Besucher und da haben wir dann schon in dem Moment gemerkt, dass die Kapazitäten einfach nicht mehr ausreichten. Und mussten uns dann schweren Herzens da verabschieden und sind dann auf die Suche nach einer neuen Location gegangen. Nach wie vielen Jahren, wie viele Jahre wart ihr in dem Museum, weißt du es? Also wir waren nur zwei Jahre. Okay. Nur das erste und das zweite Event dort gemacht. Ja, und dann haben wir uns halt angefangen, die Veranstaltungshalle zu suchen. Und fiel erstmal auf eine andere Halle hier in Hildesheim. Aber dann kam was dazwischen, was wir alle wissen. Ach so, ja, ich erinnere mich, genau. Mich, da gab es ja sowas Böses. Ja, irgendwas mit so einer Maske und sowas. Zweieinhalb Jahre lang, genau. Aber auch da habt ihr tatsächlich nicht aufgegeben und etwas ganz Besonderes hingezaubert, und zwar, soweit ich weiß, die erste Lego-Hybrid-Ausstellung. Richtig, genau. Erzähl uns darüber. Genau, also das erste Event ist wirklich ausgefallen, weil wir mussten schweren Herzens fünf Tage vorher die ganze Chose absagen, weil das war das erste Wochenende, wo das große C hier losging in Deutschland. Und dann haben wir im Jahr darauf haben wir uns dazu entschieden, weil wir immer noch nicht wieder live ans Publikum gehen durften, dass wir das ganze Ding zwar aufbauen in der Halle, ein paar große Modelle, und danach oder das dann in einem Livestream dem Publikum präsentiert. Und das war tatsächlich stark verkleinert, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ihr hattet in dieser Riesenhalle gerade mal 10 Leute, also 10 Aussteller, richtig? Ja, beziehungsweise 8 große Mods, genau. Ja. So wenig wie möglich Leute halt gemacht, alles unter Corona-Bedingungen und sowas, und haben das dann mit einem Kamerateam dann jeweils abgefilmt und haben das dann online live gestreamt. Ja. Und dann seid ihr wieder umgezogen?
Ja, dann wollten wir eigentlich das Jahr darauf, wollten wir wieder in der anderen Halle. Und ja, so 3 Monate oder 4 Monate vorher reden Tim und ich zusammen und sagen, Mensch, die Halle ist doch vielleicht ein bisschen zu klein. Und lass uns doch mal die andere Halle, diese schöne Halle. Die wunderschöne Halle 39, genau. In der wir gerade sind, ja. Ja, und dann haben wir uns die nochmal angeguckt und haben dann für uns entschieden, das wird unsere neue Halle. Ja, und das ging dann ratzfatz. Der Termin, den wir wollten, war auch wirklich noch frei letztes Jahr. Und ja, jetzt fühlen wir uns hier heimisch und werden hier auch erstmal nicht weggehen. Ich war ja letztes Jahr auch schon mit dabei. Wir sind jetzt das 2. Jahr in Folge in dieser Halle, ne? Das ist richtig, das ist richtig. Ganz kurzer Blick in die Zukunft. Sind wir nächstes Jahr auch wieder in dieser Halle? Ja. Sehr gut, das wollte ich hören. Also, nächstes Jahr gibt es wieder eine Ausstellung. Marcel, also, wir sprechen darüber, dass du quasi die Hildesheimer Steinwelten gegründet hast, aber das hast du ja bestimmt nicht ganz alleine gemacht. Inwiefern spielt da Verein und Look eine Rolle? Ja, also, das Grundsätzliche, am Anfang war ich wirklich alleine. Zu dem Zeitpunkt kannte ich die Loop Projekte noch gar nicht. Ich bin durch Zufall drauf gestoßen und ja, das war dann der große Pluspunkt. Hab mit Tim darüber gesprochen, ob die Lust hätten, sich dazu präsentieren und sowas. Ja, und dann daraus ist halt das entstanden, was heute ist. Das heißt, dass wir gemeinsam diese Veranstaltung durchführen. Sehr gut. Unterstützung ist immer gut. Also ich finde es auch schön, dass ihr euch gefunden habt. Ja, ja. Ihr seid ein Traum auf der Bärchen, ja, was ich mal sagen. Marcel, du als einer der Organisatoren, erzähl mir mal bitte, wenn wir die Veranstaltung jetzt haben hier im März, wann fängst du an zu planen? Oh, wenn ich das jetzt sage. Ende Februar. So ungefähr. Nein, aber wir sind ein Team, das braucht Druck. Das heißt, klar gehen Vorplanungen, gehen natürlich schon das ganze Jahr über los, aber so richtig die endgültige Planung fangen wir Mitte, Ende Dezember an und hauen dann durch. Ich habe da auch irgendwie gar keine Zeit vorher für, weil da mir ja nicht eine Lego-Ausstellung reicht, bin ich noch mal Verein bei der Schwabenstein, auch noch Mitorganisator von 2 Ausstellungen letztes Jahr gewesen. Und die Ausstellung oder die Hauptausstellung ist im November, also quasi direkt davor. Ne? Richtig, beziehungsweise beide Ausstellungen. Ja, stimmt, ja. Ja. Und das ist sozusagen, wenn wir jetzt hier dieses Wochenende hinter uns haben, dann habe ich ein paar Tage Ruhe und dann gehen wir schon wieder für Stuttgart im November in die Planung. Und ja. Großartig. Ja. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig bei dir. Nein, absolut nicht. Es macht einfach auch Spaß. Aber Thema Organisation, was ist das, was dir am meisten Spaß macht? Und was ist das, was dir am wenigsten Spaß macht? Also am meisten Spaß ist es, wenn ich hier oben stehe, in die Halle reingucke und alle mit glücklichen Gesichtern rumlaufen und winken. Genau, lächeln und winken. Das ist das, was am meisten Spaß macht. Ehrlich gesagt, ich bin nicht so der Schrifttyp. Also Schriftkram ist nicht so meine Welt. Ja, das habe ich gestern gemerkt. Ja. Hat sich dein Zettel angefunden? Nein. Gut. Möchte ich nicht darüber sprechen. Nein, also alles, was mit Büro zu tun hat, ist für mich die Hölle. Ich bin jemand, der mit den Händen das machen muss. Und ich bin halt keiner, der irgendwelche Büroarbeit machen kann. Ich muss mich jedes Jahr extrem dazu zwingen. Also Ausstellungstag ist dein Highlight, Bürokram, ja. Schreibkram eher nicht so. Wenn ich es nicht muss, dann nicht. So. Ja, ich dachte gerade, wir wären von der Bühne geschmissen, aber nein, Tim läuft nur an uns vorbei, alles klar. Ah, Tim schickt uns in die Halle rein. Genau. Okay, jetzt machen wir einen Soundcheck noch. Ja. Ja, ich werde geblendet, hier geht plötzlich Licht an. Ja, schön. Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt verstrichen ist. Was sagt die Uhrzeit? Kann ich mal da nach unten gucken? Noel, passt. Okay, Marcel, hast du noch berühmte letzte Worte, die du sagen möchtest, bevor wir morgen dieses Interview wiederholen an derselben Stelle? Ja, ich wünsche allen, die in der Halle sind, allen Besuchern viel Spaß. Und ich hoffe, euch gefällt, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Ich wünsche auch allen Ausstellern schöne 2 Tage nochmal, auch wenn ich es heute Morgen schon gewünscht habe. Ja, das ist das Wichtigste, was man wünschen kann. Ja. Und ich möchte dir im Rahmen meiner Tätigkeit, im Rahmen aller Aussteller und im Rahmen aller Besucher dafür danken, dass du dieses Event mitorganisiert hast. Auch danke an Tim, falls er uns gerade zuhört. Vielen Dank und es ist immer wieder eine Freude, hier zu sein. Dankeschön. Danke auch.